Hallo, meine Lieben, ich schicke euch sonnige Grüße. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. In dieser Legung geht es um die kommenden 3 Tage. Wie werden diese aussehen? Was wirst du in den kommenden 3 Tagen erleben können? Je nachdem, wann du dir diese Legung anschaust, ja, sind es die kommenden 3 Tage. Du kannst natürlich auch beschließen, dass diese Legung jetzt ab heute gilt oder vielleicht erst ab übermorgen. Ja, das ist dir überlassen. Die Legung, die Aussagen der Karten werden für dich eine Bedeutung haben, trotzdem, auch wenn es zum Beispiel erst übermorgen ist oder schon ab heute. Ja, also setze dir einen Zeitraum und diese Kartenlegung gilt dann für diese 3 Tage. Bedenke, es ist eine allgemeine Legung. Es kann sein, dass zum Beispiel nicht alles, nicht zu 100% mit dir, mit deiner Situation übereinstimmen wird. Aber du hast diese Legung gefunden und deswegen hat sie Bedeutung für dich. Und deswegen sind hier Botschaften für dich enthalten. Und die Karten möchten dir etwas mitteilen, etwas sagen und sie springen nur so raus. Also, das wird ziemlich schnell passieren hier, was die Karten mir sagen. Und deswegen sind auch hier die 8 der Stäbe, ja, weil das ist auch hier die Schnelligkeit wird mir hier angezeigt. Und ja, 2 der Kelche. Das ist die Verbundenheit, das ist die Liebe, das ist der liebevolle Austausch, das ist die Möglichkeit, innerhalb der kommenden 3 Tage mit jemandem sich auszutauschen. Das kann die Liebe sein, es kann aber auch was anderes sein. Es kann freundschaftlich sein, es kann zum Beispiel auch beruflich sein, finanziell oder vielleicht ein Austausch der Gedanken, ja. Das muss nicht unbedingt sein, dass das sich nur auf Liebe bezieht. Dieser Austausch kann sich aber natürlich auch um Liebe handeln. Also, dass du zum Beispiel schöne Zeit haben wirst mit deinem Liebsten, mit deiner Liebsten. Und zum Beispiel kann sein, dass sehr schnell eine Nachricht von dieser Person bei dir ankommt und dann entsteht zwischen euch beiden reger Austausch, ja? Und dann fliegen die Nachrichten dir nur so zu, ja? Oder es ergeben sich viele intensive, interessante Gespräche oder ein riesengroßes Gespräch mit diesen Menschen. Und ich habe das hier auch so, hier steht irgendwie so die Versöhnung im Raum, dieses Gefühlvolle, diese Gefühle mitteilen und die Gefühle ausleben, weil die Kelche der Liebe, der Freundschaft, der Zuneigung werden hier ausgetauscht. Es kann aber auch hier eine berufliche Ebene dargestellt sein. Da bist du mit dieser Person auf einer, ja, auf einer Linie befindest du dich mit der. Das ist die gleiche Wellenlänge, ja, und ihr versteht euch ganz gut und deswegen klappt das zwischen euch gut. Ihr könntet zum Beispiel Geschäftspartner sein, ja, zum Beispiel. Oder zwei, die miteinander gut können und jetzt zusammen arbeiten und so. Also ihr macht die Arbeit Hand in Hand und die Kommunikation klappt, das ist alles gut, ja. Kann natürlich aber auch hier etwas Familiäres sein oder vielleicht auch etwas Freundschaftliches. Ich habe hier aber auch die Liebe, ja. Zwei Liebende, die einander begegnen nach vielleicht langer entbehrungsreicher Zeit oder kurzer entbehrungsreicher Zeit, die einem sehr lange vorgekommen ist. Mit diesen 2 der Schwerter, da war jemand zurückhaltend. Ja, ich würde sagen, hier so ein bisschen zurückhaltend. Es kann auch sein, dass es hier Stillstand bedeutet, dass du von dieser Person lange nichts mehr gehört hast. Du hast vielleicht gehofft, dass diese Person sich meldet, hat sie aber nicht, dass sie endlich ein Treffen zustande kommen kann, konnte aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Ja, und jetzt wird dieser Kontakt wieder rege. Dieser Kontakt wird wieder möglich. Es ist alles wieder möglich bei euch beiden. Vielleicht hast du dich aber auch zurückgezogen innerlich und warst nicht erreichbar.
emotional. Es muss nicht sein, dass du zum Beispiel irgendwie diese Person immer weggedrückt hast oder vielleicht auch nicht geantwortet hast oder vielleicht ignoriert hast, vielleicht geblockt hast, ja. Es kann hier auch so sein, dass diese Person irgendwie die ganze Zeit um dich herum war, aber du warst emotional nicht erreichbar. Du hast dich in dein Inneres verkrochen. Genau das Gleiche könnte bei deinem Gegenüber sein. Dieser innere Rückzug. Vielleicht habt ihr euch getroffen, aber du hast gemerkt, irgendwie hört mir diese Person nicht zu, ist mit den Gedanken woanders, blockt ab, hat verschränkte Arme, will irgendwie nichts von mir wissen und wir sind irgendwie zusammen, aber man fühlt sich einsam. Sowas könnte hier auch im Raum sein, ja? Und jetzt wird sich das Ganze ändern. Also in den kommenden 3 Tagen wirst du da eine Veränderung sehen können. Und jetzt. Unabhängig von dieser Zweisamkeit, ja, unabhängig von deinem Gegenüber, dieses Liebesverhältnis, diese Liebesverbindung, berufliche Verbindung, vielleicht familiäre Verbindung, freundschaftliche Verbindung, ja, unabhängig davon habe ich hier für dich in den kommenden 3 Tagen viel Kommunikation. Also du wirst viel kommunizieren, viel sprechen, viel reden, sich vielleicht viel treffen oder ein intensives Treffen haben mit jemandem. Ja, muss nicht unbedingt diese Person sein hier, dein Gegenüber, sondern kann jemand anderes noch zusätzlich sein. Weil ich habe hier so viele Personen, ja, das kann sein, dass du dich mit vielen Menschen treffen wirst. Vielleicht nicht mit jedem Einzelnen, vielleicht so eine Gruppe. Kann eine familiäre Feier sein, vielleicht einfach sich zusammentreffen mit Freunden, ja, mit mehreren oder mit jedem Einzelnen. Also in den kommenden 3 Tagen, da gibt es irgendwie so soziale Interaktion bei dir. Soziale Kontakte werden gepflegt werden, entweder von deiner Seite oder von der Seite von diesen Personen oder gegenseitig, ja, kann auch hier so sein. Also viel reden, viel treffen, viel sprechen, viel zu tun haben, habe ich hier auch. Ich habe dich hier als die Königin der Kelche im Kartenbild drin. Und das ist hier natürlich Element Wasser, ja, aber es kann aber auch sein, dass das nur für die 3 Tage gilt, dass du in den kommenden 3 Tagen durch diese Energie der Kelche, ja, symbolisiert wirst. Also jemand, der aus dem Herzen lebt. Ja, die 3 Tage werden von deinem Herzen irgendwie bestimmt werden. Du wirst durch dein Herz sprechen, handeln können. Dein Herz spielt eine große Rolle. Deine Gefühle, deine Zuneigung. Ich habe hier auch so soziale Ader kommt zum Vorschein bei dir, ja, in den kommenden 3 Tagen. Also es kann hier Element Wasser sein, ja, bei dir zum Beispiel, ja. Aber es könnte auch so sein, dass du in den kommenden 3 Tagen sehr gefühlvoll auch sein wirst, die Gefühle auch zulassen kannst, teilen kannst, mitteilen kannst, ja. Ich habe auch hier für einige von euch, ihr werdet so von der Muse geküsst werden. Also Kreativität kommt zum Vorschein, Ideen, die man umsetzen kann, beziehungsweise nur Ideen haben und diese dann zum Beispiel auch umsetzen können, wenn man möchte, wenn man Zeit hat, ja. Weil ich habe dich hier viel um die Ohren haben und ich habe das hier auch so, dass du hier eventuell vielleicht irgendwie was schreiben wirst, vielleicht wirst du was lesen, weil diese Königin hält ein Buch, ein Notizbuch, ein Buch in der Hand, eine Feder, mit der sie was schreiben möchte. Ja, es kann sein, dass du sehr viel erleben wirst in den kommenden 3 Tagen, aber auch Zeit für dich haben wirst. Ja, um zum Beispiel sich um deine Angelegenheiten zu kümmern. Ja, und ich habe dich hier ziemlich, ziemlich entspannt und auch in diesen Pausen, wo du mal alleine bist, irgendwie bist du dann nachdenklich. Du denkst nach, du überlegst. Also wenn du zum Beispiel Zeit haben möchtest, um zu überlegen, um nachzudenken, du wirst diese Zeit hier bekommen. Ja. Also viel zu tun, aber trotzdem Zeit für dich haben, beziehungsweise sich diese Zeit einfach nehmen, ja, in den kommenden 3 Tagen. Ich habe auch hier irgendwie eine Nachricht, eine ganz spezielle Nachricht, die dich erreichen wird, ja. Und ich habe für dich hier den König der Kelche und den König der Schwerter. Das könnte natürlich auch hier Personen sein aus deinem näheren Umfeld.
vielleicht von der Arbeit, vielleicht aber auch ja, aus deinem Freundeskreis. Vielleicht auch familiär. Ich habe hier den König der Kelche. Der passt natürlich sehr gut zu dir in den kommenden 3 Tagen. Mit diesem König der Kelche wirst du dich sehr gut verstehen können. Und das ist hier auch die Person, die eventuell diese Zeit lang nicht erreichbar war, sich zurückgezogen hat, entweder wirklich jetzt oder vielleicht nur mental, nur gefühlstechnisch, ja, so ein bisschen unterkühlt war. Und diese Person taut auf in den kommenden 3 Tagen und da ist Austausch möglich. Da wird sich zwischen euch beiden was tun können. Ihr werdet vielleicht mehr miteinander zu tun haben, ja. Und das ist wie gesagt der König der Kelche. Es ist vielleicht auch so eine künstlerische Seele. Es ist hier auch Wasserelement. Es ist jemand, der sehr gefühlsbetont ist, der auch Pläne für die Zukunft hat. Vielleicht lässt diese Person, die diese Pläne zukommen, ja. Es kann sein auch, dass diese Person irgendwie lange nicht mehr irgendwie da war und zurückkommt. Vielleicht aus dem Urlaub oder so. Kann sein. Ich habe hier hinten ein Schiff. Das macht bestimmt für eine Person, die sich diese Legung anguckt, macht das bestimmt Sinn, ja. Und jemand kehrt zurück, jemand kommt zurück von einer Reise, aber wie gesagt, vielleicht auch von dieser emotionalen Distanz, ja, habe ich hier. Und der Kontakt wird wieder aufgenommen, wird vertieft werden, ja. Und ich habe hier auch einen König der Schwerter. Das kann natürlich auch jemand sein, vielleicht von der Arbeit, vielleicht aber auch jemand hier, der selbstständig ist. Es ist auf jeden Fall eine unabhängige Person, eine unabhängige Persönlichkeit. Manchmal spröde trocken. Ja, ich habe hier die Schwerter, das ist Luft. So ein Freigeist möchte sich nicht festlegen. Vielleicht sogar jemand, der Probleme hat, sich zu binden. Ja, und dieser Mensch, mit dem wirst du auch in den kommenden 3 Tagen kommunizieren können. Vielleicht wird sich endlich diese Person dir mitteilen, ja? Irgendeine Mitteilung an dich schicken und vielleicht auch aus sich ein bisschen herauskommen können. Ich habe hier nämlich daneben ja den König der Kelche. Das könnte auch eine Person sein, die diese Seiten hat an sich, ja? Also das könnten 2 Personen sein. Es könnte aber auch eine sein, die hier diese ja, Charakterzüge aufweist, ja, oder einfach, es könnte sein, dass das zum Beispiel ein Luftzeichen ist oder ein Wasserzeichen bei dir, ja, vielleicht Aszendent hier Luft und oder umgekehrt, ja, könnte auch sein, wenn du da Näheres weißt. Also das kann auch eine Person sein, die diese ja, charakterlichen Züge oder diese ja, diese innere Einstellung auch hat, ja, alles zusammen. Also vielleicht ist es auch jemand, der so heiß-kalt ist. Manchmal sehr herzlich, dann wieder im Rückzug, ja. Eine On- und Off-Verbindung wird mir dadurch hier auch angezeigt bei einigen von euch, ja. Wie gesagt, das ist eine allgemeine Legung und deswegen sehe ich hier auch so viel in den Karten und möchte das natürlich auch alles erzählen. Und diese Person mit dieser, wenn das ein Mensch ist, ja, mit dieser Person wirst du viel kommunizieren können oder diese Person meldet sich endlich, ja. So kann das auch hier sein. Endlich bekommst du diese Nachricht. Endlich bekommst du diesen Anruf. Endlich bekommst du dieses Treffen, was du schon lange haben willst. Irgendwie kommt das hier auch so durch in den kommenden 3 Tagen. Und ich habe hier für euch, egal, ob das jetzt eine Person ist oder zwei oder vielleicht drei mit dir zusammen, mehrere, eine Gruppe. Ja, das könnte alles darauf bezogen sein. Hier, diese Karte könnte sich auf all das beziehen, was ich bis jetzt gesagt habe. Natürlich für jedes Szenario einzeln, ja. Ein neuer Weg zusammen, gemeinsam oder halt mit dieser einen speziellen Person, ja. Ein neuer Weg, der gegangen wird. Ein neuer Weg wird sich eröffnen, ermöglichen.
Den kannst du gehen und du wirst natürlich, ich habe das hier so entweder du oder dein Gegenüber oder ihr beide, das ist hier etwas, was nicht leicht fällt, ja, weil es neu ist, weil es anders ist, weil es vielleicht eine Wiederbelebung ist oder ein Neubeginn, ja. Oder etwas ganz Neues, dieser Weg wurde noch nie gegangen und deswegen ist es so ein bisschen, na, ob das auch der richtige Weg ist, ja. Aber hier wird mir ein neuer Weg angezeigt, der nicht einfach ist, ja, für euch beide oder für diese Menschengruppe hier. Ein neuer Weg und eine neue Einstellung. Und du sollst wissen, ja, du sollst hier wissen, diese Kelche sind alle voll. Sie sind alle voll und nicht umgefallen. Also es ist viel drin für dich. Es ist viel drin für euch beide auf diesem neuen Weg. Ihr könnt sehr viel bekommen dadurch, ja, dass dieser neue Weg gegangen wird. Aber ich habe hier den Anfang. Ich habe hier die ersten Schritte, ja, auf diesem neuen Weg innerhalb der kommenden 3 Tage. Vielleicht am Ende der 3 Tage, vielleicht erst am vierten Tag. Ja, könnte auch so sein, dass der Zeitraum könnte sich etwas verlängern. Ja, vielleicht 4 Tage sogar. Ja, ein neuer Weg wird sich eröffnen. Kommunikation, viel zu tun, viel um die Ohren, aber auch Zeit für dich. Und auch hier, ja, diese wundervolle Verbindung, ja, von Anfang der Legung, diese wundervolle Verbindung, die jetzt möglich ist, die jetzt zustande kommen kann, ja, für die man jetzt einfach Zeit hat, die man jetzt haben will, ja, die jetzt zu rechten Zeit kommt und einfach sich gut gestalten lässt, ja. Das alles in den kommenden 3 Tagen. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist, ja. Und wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal hier unterstützen, zum Beispiel eine Kanalmitgliedschaft machen. Diese Kanalmitgliedschaft kannst du jederzeit kündigen. Mit einem Klick bist du draußen. Vielleicht sogar am gleichen Tag, wenn du magst, wenn es dir nicht zusagt. Ja, du kannst dich natürlich umschauen. Und es gibt Videos speziell für Kanalmitglieder, die nur Kanalmitglieder zu sehen bekommen. Diese Legungen sind speziell, weil ich lege die Karten nur für die kleine Gruppe, nur für die Kanalmitglieder. Wenn du magst, schau dich um. Du kannst natürlich auch eine kleine Spende mir zukommen lassen, wenn du magst. Ja, mich sozusagen auf einen Kaffee, ja, einladen, das sage ich immer wieder. Freut mich auch natürlich, ja. Ich bedanke mich auch schon im Voraus dafür und ja, wenn du magst, kannst du natürlich auch einen Kommentar da lassen, meinen Kanal abonnieren. Da freue ich mich immer über Kommentare, freue ich mich immer natürlich über neue Abos, freue ich mich auch riesig. Und vielleicht ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.